Miffy, 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 komm! Deine Freunde warten schon. Schnuffi, Grunty, Boris Bär, Papi Pig und viele mehr. Und zusammen, glaubt uns das, haben wir viel Spaß. Miffy! Ein süßes Häschen. Miffy! Ein kluges Mädchen. Miffy! All deine Freunde. Miffy spielte sehr gerne im Schnee. Sie liebte es, auf ihrem Schlitten den verschneiten Hügel hinunterzufahren und auf Skiern durch den Schnee zu laufen oder sich in den Schnee zu legen und mit ihren Armen Schneeengel zu machen. Doch am schönsten war es, einen Schneehasen zu bauen. Aber das war schwer und alleine konnte Miffy das nicht. Und da kam auch schon jemand, der ihr helfen konnte. Es war Schnuffi, ihre kleine Hundefreundin. Schnuffi freute sich, wenn sie im Schnee herumtollen konnte. Aber als sie sah, wie Miffy versuchte, einen großen Schneeball zu machen, lief sie schnell, um ihr zu helfen. Zusammen schoben sie den Schneeball vor sich her. Und je länger sie ihn schoben, umso mehr Schnee blieb an ihm hängen. Er wurde immer dicker. Jetzt ist er groß genug für den Schneehasenkörper, sagte Miffy. Nun brauchen wir noch einen kleineren Schneeball für den Kopf. Miffy machte einen kleinen Schneeball mit den Händen. Und Schnuffi schob ihn mit der Nase durch den Schnee. Als der Schneeball größer wurde, musste Miffy Schnuffi helfen. Und bald war der Schneeball groß genug für den Schneehasenkopf. Jetzt müssen wir den kleinen Schneeball auf den großen setzen, sagte Miffy. Aber so sehr sie es auch versuchten, der Schneeball war einfach zu schwer für sie. Da kam Miffys Freund Boris Bär vorbei. Hallo, Miffy, sagte Boris. Was macht ihr denn da? Wir wollen einen großen Schneehasen bauen, sagte Miffy. Aber der Kopf ist zu schwer. Wir können ihn nicht heben. Ich habe eine Idee, Miffy, sagte Boris. Ich wollte diese Bretter in meine Werkstatt bringen, aber wir können damit eine Rampe bis oben an den großen Schneeball bauen. Boris lehnte die Bretter gegen den Schneehasenkörper. Die Bretter reichten genau bis oben an den Schneeball heran. Jetzt konnten sie den kleineren Schneeball auf der Rampe nach oben rollen. Sie mussten sich immer noch sehr anstrengen, aber es war leichter, als den Schneeball zu heben. Sie hatten es geschafft. Der Schneehasenkopf saß oben auf dem Schneehasenkörper. Miffy suchte zwei kleine Zweige für die Ohren. Sie steckte die Zweige oben in den Schneehasenkopf. Die sehen aber nicht aus wie richtige Hasenohren, sagte Miffy. Aber sie hatte eine Idee. Sie packte Schnee um den einen Zweig und packte Schnee um den anderen Zweig. Jetzt hatte der Schneehase zwei richtige Ohren. Schnuffi lief durch den Schnee davon und kam mit zwei kleinen Gummibällen zurück, mit denen sie oft spielte. Miffy hatte verstanden. Sie drückte die Bälle in das Gesicht von dem Schneehasen. Jetzt hat er Augen, sagte sie. Jetzt kann er sehen, wie schön er geworden ist. Er sollte sich bei euch bedanken, Schnuffi und Boris. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Zum Schluss steckte Miffy ihm noch eine Karotte ins Gesicht. Und nun hatte ihr Schneehase auch eine prächtige rote Nase. Eines Tages wollte Poppy Pig Miffy zu sich nach Hause einladen. Es sollte Tee und Kekse geben.
Miffy fragte ihre Mutter, ob sie gehen dürfe. Ja, natürlich darfst du gehen, Miffy, sagte die Mutter. Aber sei vorsichtig, wenn du mit deinem Roller fährst. Es ist kalt draußen und wenn es anfängt zu schneien, kann es glatt werden. Ich passe schon auf, sagte Miffy. Und ich bringe dir ein paar von Poppys leckeren Keksen mit. Miffy machte sich mit ihrem Roller auf den Weg zu Poppys Haus. Alles war in Ordnung. Sie war gut angekommen. Poppy hatte wirklich leckere Kekse gebacken und Tee gemacht. Miffy und Poppy machten es sich gemütlich. Miffy hatte nicht auf die Zeit geachtet. Plötzlich klingelte das Telefon. Hallo? Deine Mutter ist am Telefon, sagte Poppy. Du sollst nach Hause kommen. Sie sagt, es sieht so aus, als ob es gleich schneien würde. Oh je, sagte Miffy. Es war so schön bei dir, Poppy, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Miffy zog ihren Mantel an und band ihren Schal um. Sie wollte Poppy gerade auf Wiedersehen sagen, als sie daran dachte, was sie ihrer Mutter versprochen hatte. Darf ich ein paar Kekse für meine Mutter mitnehmen? Fragte sie Poppy. Natürlich, sagte Poppy. Sie füllte eine Tüte mit leckeren Keksen und legte sie in den Korb von Miffys Roller. Pass gut auf, wenn du mit dem Roller fährst, Miffy, sagte Poppy. Nachdem Miffy gerade losgefahren war, fing es an zu schneien. Sie fuhr so vorsichtig, wie sie konnte. Aber bald war so viel Schnee gefallen, dass es wirklich glatt wurde. Als sie versuchte, einen kleinen Hügel hinunterzufahren, bums. Miffy hatte sich nicht wehgetan, aber sie wollte ihren Roller den Rest des Weges doch lieber schieben. Zu Hause machte sich die Mutter schon Sorgen. Ich hoffe, Miffy ist nichts passiert, dachte sie. Aber da kam ihre kleine Miffy schon. Endlich! Schnell öffnete die Mutter die Tür. Hallo Miffy, sagte sie. Ich bin froh, dass du deinen Roller geschoben hast. Ich bin zuerst gefahren, sagte Miffy, aber dann bin ich ausgerutscht und hingefallen. Ich habe mir nicht wehgetan, aber ich bin doch lieber zu Fuß gegangen. Ich habe dir ein paar von Poppys leckeren Keksen mitgebracht. Miffy guckte in die Tüte. Wo waren die Kekse geblieben? Oh nein, sagte Miffy. Als ich hingefallen bin, sind die Kekse zerbrochen. Und jetzt sind nur noch Krümel in der Tüte. Da kam Miffys Vater nach Hause. Hallo, ihr beiden, sagte er. Draußen liegt überall dicker Schnee. Lasst uns eine Schlittenfahrt machen. Oh nein, sagte die Mutter, es ist mir zu kalt. Ich bleibe am warmen Ofen. Und ich werde euch eure Lieblingskekse backen. Darauf freuten sie sich. Und während die Mutter in der Küche fleißig war, machte Miffy eine lustige Schlittenfahrt. Poppy Pig kam an Miffys Haus vorbei. Sie zog einen Wagen, auf dem ein großer Weihnachtsbaum in einem Topf stand. Guten Morgen, Poppy, sagte Miffy. Woher hast du den schönen Baum? Den hat Boris mir geschenkt, sagte Poppy. Bald ist doch Weihnachten und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht einen schönen Baum für mich hätte. Das ist eine gute Idee, dachte Miffy. Wir brauchen auch einen Weihnachtsbaum. Miffy ging ins Haus und fragte ihre Mutter: Darf ich zu Boris in den Wald gehen und ihn fragen, ob er einen schönen Weihnachtsbaum für uns hat? Ja, Miffy, aber sei pünktlich zum Essen wieder zu Hause. Miffy machte sich auf den Weg über die Wiesen und in den Wald. Als sie bei Boris und Barbara Bär ankam, waren die beiden gerade dabei, ihren Baum weihnachtlich zu schmücken.
Hallo Boris, sagte Miffy. Ich wünsche dir und Barbara frohe Weihnachten. Und ich wollte fragen, ob du auch einen schönen Weihnachtsbaum für uns aussuchen könntest. Ja, das kann ich, sagte Boris. Aber ich werde keinen Baum absägen. Ich grabe einen schönen Baum für dich aus und pflanze ihn in einen Topf. So bleibt er frisch und grün für nächstes Jahr. Sie gingen in den Wald und sahen viele schöne Bäume. Einer gefiel Miffy besonders gut. Aber ich glaube, der ist zu groß, um ihn bei uns aufzustellen. Wie wäre es denn mit diesem niedlichen kleinen Baum? Oh, der ist zu klein. All unser schöner Weihnachtsschmuck würde nicht an so einen kleinen Baum passen. Boris zeigte auf einen mittelgroßen Baum. Wäre der richtig, Miffy? Fragte er. Ja, sagte Miffy, der ist genau richtig. Kannst du den für mich ausgraben? Boris grub den Baum aus und war dabei sehr vorsichtig, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Ich bringe ihn morgen zu dir nach Hause, sagte Boris. Miffy kam gerade noch pünktlich zum Mittagessen. Sie erzählte ihrer Mutter von dem schönen Baum, den Boris ihnen bringen würde. Am nächsten Abend schmückten Miffy, ihre Mutter und ihr Vater den Baum. Er sah wunderschön aus und hatte sogar blinkende Lichter. Am Morgen ging Miffy zur Schule und Schnuffi begleitete sie. Als die beiden an der Schule ankamen, sahen sie Boris, der einen großen Baum für den Schulhof gebracht hatte. Hallo Miffy, sagte Boris, das ist der Baum, der für euer Haus zu groß war, aber ich glaube, für die Schule ist er genau richtig. Die Lehrerin und die Kinder freuten sich sehr, dass sie so einen schönen Weihnachtsbaum auf ihrem Schulhof hatten. Bald waren alle Kinder fleißig dabei, Weihnachtsschmuck für den Baum zu basteln. Das würde ein schöner Weihnachtsbaum werden. Da klopfte Boris ans Fenster. Ich habe noch eine Überraschung für dich, Miffy. Das ist das Bäumchen, das dir zu klein war. Ich glaube, es hat die richtige Größe für Schnuffi. Wie schön, sagte Miffy. Schnuffis eigener kleiner Weihnachtsbaum für ihr eigenes kleines Haus. Die Kinder waren sehr glücklich mit ihrem großen Baum. Miffy und ihre Eltern freuten sich zu Weihnachten über ihren mittelgroßen Baum. Und die kleine Schnuffi war ganz begeistert von ihrem eigenen kleinen Weihnachtsbäumchen. Eines Tages wachte Miffy auf und lief zum Fenster. Die Sonne schien. Alles war weiß. Frischer Schnee bedeckte den Boden und die roten Dächer. Zieh dich warm an, sagte die Mutter. Dann kannst du draußen spielen. Miffy setzte ihre rote Mütze auf. Sie wickelte sich den warmen Schal um, zog die Handschuhe und ihre warmen roten Stiefel an. Dann lief sie in den Schnee. Wusch! Miffy glitt den Hügel herunter auf ihrem gelben Schlitten. Und wusch! Purzelte sie in den Schnee. Aber das machte ihr nichts aus. Miffy hatte auch neue Schlittschuhe. Als der Fluss ganz zugefroren war, probierte sie sie aus. Zickzack, zickzack, fuhr sie über das Eis. Thank you.
Als nächstes baute sie einen Schneemann mit einem lachenden Gesicht. Seine Nase war eine Möhre und er trug einen Zylinder. Plötzlich hörte Miffy ein leises Tschiep, Tschiep. Halb versunken im Schnee war ein Vogel mit gefrorenen Federn. Miffy weinte, als sie sah, wie kalt und traurig er war. Armer kleiner Vogel, sagte sie, ich werde ein Haus für dich bauen. Sie holte sich etwas Holz, einen Hammer und ein paar Nägel. Bald hatte sie ein kleines Holzhaus gebaut. Der Vogel flog in sein neues Haus. Er war so glücklich, dass er ein Lied nach dem anderen sang. Zeit ins Bett zu gehen, rief Frau Kaninchen. Miffy lief ins Haus. Sie war wirklich müde. Sie sah durch das Fenster in den verschneiten Garten. Gute Nacht, kleiner Vogel, rief sie. Morgen spiele ich mit dir. Eines Morgens wachte Miffy auf und sah aus dem Fenster. Überall in ihrem Garten lag dicker weißer Schnee. Sie wollte sofort nach draußen laufen und im Schnee spielen. Erst musst du dich warm anziehen, sagte ihre Mutter. Miffy zog ihren Wollmantel an und band ihren Schal um und lief hinaus in den Schnee. Ich werde einen Schneemann bauen, dachte sie und fing an, einen Schneeball zu machen. Da kamen Boris und Barbara Bär auf ihren Skiern angelaufen. Guten Morgen, Miffy, sagte Barbara. Boris und ich wollen Skilaufen. Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Oh ja, gerne, sagte Miffy. Ich habe ein paar Skier zu Weihnachten bekommen, aber ich bin noch nie auf ihnen gelaufen. Das macht nichts, sagte Boris. Wir zeigen dir, wie es geht. Miffy freute sich. Sie lief ins Haus und holte ihre Skier. Boris hielt sie fest, bis sie richtig auf ihren Skiern stand. Du siehst schon wie eine richtige Skiläuferin aus, sagte Barbara. Lasst uns hier anfangen, wo es flach ist. Das ist leichter. Guckt mal, rief Miffy ganz glücklich. Ich kann Skilaufen. Und fiel hin. Das macht nichts, Miffy, sagte Barbara. Wir laufen schon lange Ski und fallen auch manchmal hin. Miffy stand wieder auf. Und jetzt lief sie schon viel besser. Das macht Spaß, rief Miffy fröhlich. Lasst uns zu Tante Alice Haus auf dem Hügel gehen. Dann können wir auf dem Heimweg bergab laufen. Sie versuchten, auf ihren Skiern den Hügel hochzugehen, aber Miffy rutschte immer wieder zurück. Boris half Miffy. Er zeigte ihr, wie man die Skier vorne nach außen stellt, sodass sie nicht mehr wegrutschen können. Das werde ich schon schaffen, sagte Miffy. Sie versuchte es und es ging. Der Weg war sehr anstrengend und als sie am Haus von Tante Alice ankamen, waren sie ganz außer Atem. Tante Alice hörte das Geräusch von Skiern im Schnee und ging hinaus, um Boris, Barbara und Miffy zu begrüßen. Guten Tag, ihr Skiläufer, sagte sie. Ich glaube, ihr könnt eine Tasse heiße Schokolade vertragen. Die drei nahmen ihre Skier ab und gingen mit Tante Alice ins Haus. Sie freuten sich auf die heiße Schokolade. Danke, Tante Alice, sagte Miffy. Jetzt kommt das Lustigste am Skilaufen.
Jetzt geht es bergab. Sie verabschiedeten sich von Tante Alice und stiegen wieder auf ihre Skier. Sei vorsichtig beim Runterfahren, sagte Boris. Du musst noch lernen, abzubremsen, damit du nicht zu schnell wirst. Miffy konnte es kaum erwarten. Und schon lief sie los. Immer schneller und schneller den Hügel hinunter. Es machte Spaß, aber sie hatte auch ein bisschen Angst. Sie wusste ja noch nicht, wie man bremste. Und als sie an eine kleine Erhöhung kam, flog sie darüber hinweg und landete im Schnee. Boris und Barbara liefen zu ihr. Miffy sagte, heute Morgen wollte ich einen Schneemann bauen. Und jetzt bin ich selber einer. Darüber mussten sie alle drei lachen. An einem sonnigen, sehr kalten Wintertag spielten Miffy und Grunty in Miffys Garten mit einem Ball. Auch Schnuffi war da. Sie tollte herum, sprang hin und her und versuchte, den Ball zu fangen. Miffy warf den Ball und Schnuffi fing ihn mit ihrem Maul auf. Grunty fand das sehr lustig und Miffy musste auch lachen. Aber als sie ihren Ball wiederhaben wollte, gab Schnuffi ihn nicht her. Schnuffi, gib mir den Ball, sagte Miffy. Aber Schnuffi lief einfach mit dem Ball davon. Da kam Miffys Mutter aus dem Haus und rief, ist euch hier draußen nicht zu kalt, Kinder? Sogar das Wasser im Blumentopf ist gefroren. Ich habe euch heiße Schokolade gemacht. Die wird euch wieder aufwärmen. Kommt rein! Die Mädchen gingen ins Haus und tranken die leckere, heiße Schokolade. Schnuffi war immer noch draußen und spielte mit dem Ball. Ein wenig später, als die beiden Mädchen in Miffys Zimmer spielten, hörten sie Schnuffi bellen. Sie guckten aus dem Fenster und sahen, dass der kleine Hund ein Hütchen und eine kleine Decke aus Schnee trug. Alles war mit Schnee bedeckt. Der Schnee war ganz plötzlich gefallen und während die beiden Mädchen im Haus spielten, war draußen um sie herum alles weiß geworden. Sie liefen ganz aufgeregt zu Miffys Mutter. Mutter, Mutter, rief Miffy, können wir jetzt zum See gehen? Es sieht bestimmt wunderschön aus, wenn alles mit Schnee bedeckt ist und vielleicht ist der See schon zugefroren. Ja, und wir können den Ball mitnehmen, sagte Grunty. Dann hat Schnuffi auch etwas zum Spielen. Da kam Miffys Vater nach Hause und hörte, was die beiden vorhatten. Ich fahre euch mit dem Auto zum See und sehe erst einmal nach, ob das Eis schon dick genug ist. Miffy, Grunty und Schnuffi setzten sich ins Auto und dann fuhren sie los. Seht mal, sagte Miffy. Der See ist zugefroren. Wir hätten unsere Schlittschuhe mitbringen sollen. Die könnt ihr das nächste Mal mitbringen, sagte der Vater. Ich glaube, es wird euch auch Spaß machen, mit dem Ball im Schnee zu spielen. Der Vater prüfte mit dem Fuß, wie dick das Eis war. Wenn es noch länger so kalt bleibt, wird das Eis bald dick genug sein und dann könnt ihr Schlittschuh laufen. Gut, sagte Grunty. Dann werfen wir jetzt den Ball und Schnuffi kann versuchen, ihn zu kriegen. Das war ihr neues Spiel. Miffy und Grunty warfen den Ball immer abwechselnd. Schnuffi hatte den größten Spaß. Sie rutschte und schlitterte durch den eisigen Schnee und versuchte, den Ball zu fangen. Jetzt war Miffy an der Reihe. Sie warf den Ball so weit, dass er in den See rollte. Oh nein, sagte Miffy. Jetzt ist der Ball auf dem Eis, aber das Eis ist noch zu dünn, um uns zu tragen. Aber Schnuffi rannte schon los, um den Ball zu holen. Komm zurück, Schnuffi, das Eis ist noch nicht dick genug, rief Miffy. Dieses Mal hörte Schnuffi auf Miffy. Sie kehrte um und lief zurück. Die Mädchen und der Vater waren erleichtert.
Das war sehr brav, Schnuffi. In ein paar Tagen kommen wir zurück und holen dir den Ball. Ein süßes Häschen. Ein kluges Mädchen. All deine Freunde.